Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Legend mit den Morga. So, ja, hier hat man in der letzten Folge schon mal angegriffen, aber ein Urkes hat überlebt. Und dann machen wir weiter. In der nächste Runde. So. Und dann nochmal angreifen. Ja, Milizen wurden auch schon wieder aufgefüllt. Und ah, schau mal. Also der eine Groller sollte jetzt kein Problem sein. Okay, er startet sehr weit hinten. Unsere Milizen werden erst hier starten. So, Anführer nach vorne. Bewegung 2. 1, 2. Schauen wir eben was an. Okay, weiter geht's. So, der hat Bewegung 2. Der kann also da eingehen und angreifen. Okay. Gut. Ah, die Milizen, die marschieren einfach drauf los. Die werden wir jetzt nicht manuell steuern. Der Held, der greift von dort an. Debufft dann den Groller. Abwehr minus 10%. Und ja, der wird dann nur eine Bewegung noch haben von 1. Dann können wir ihn kiten. Okay, los geht's. Okay, noch 24 Leben. Sehr gut. Okay, jetzt versperrt er uns hier den Weg. Also mit dem Helden. Da eingehen und hier angreifen. Mit ihm da eingehen und da angreifen. Ja, der versperrt den Weg. Na gut. Dann wird er eventuell einen Hit fressen. Gehen wir dann. Wobei, der ist vor dem Roller dran. Dann geht der hier zu der Waldfläche und greift hier an. Alles gut. Ja, ist er jetzt down. Okay. Jetzt bewegen sich alle noch einmal. Und dann ist der Kampf vorbei. Ja, okay. 3,8 Erfahrungspunkte für unsere Einheiten. Aber 40 gibt es ein Level Up. Und unser Held hat 13 von 80, ja. Er hat in der letzten Folge auch schon ein Upgrade erhalten. Ja, für den Meereskampf. Plus 50 Abwehr und plus 100 Hitpoints, wenn es zur Seeschlacht kommt. Sprachplatz fertig in 1. Okay. Ach, das hier ist eine Region. Moment. Oh, das ist eine Region. Geändert hier. Ja, ich glaube, ich habe dadurch, dass ich die Inseln von der Standardeinstellung ein bisschen nach oben geschraubt habe,
und das Spiel nicht so hundertprozentig damit zurecht. Weil sowas hier habe ich noch nie gesehen bei Endless Legend. So eine Region. Ja. Aber okay, wir müssen ja nicht besiedeln. Wissen wir Bescheid. Und das hört zusammen. Okay. Ja, wir gehen ja weiter voran. Und können jetzt mal eine Runde abwarten. Weil dann können wir mit Sprachplatz uns hier mal sagen lassen, was habt ihr denn für eine Quest für uns? So, eine Runde weiter. Als nächstes erforschen wir Kultivierung. Ah, da gibt es dann Nahrung für unsere Stadt. Und währenddessen bauen wir Mühlengießerei. 6 Runden. Aber wenn wir den Bewohner hier rüberziehen, Bewohnerwachstum in 4, machen wir das ruhig mal. Und jetzt können wir uns hier, ja, können wir Friedensverhandlungen ausführen. Zusammenfassung. Um die Nebenfraktion der Geldiros in Mocht zu befrieden, beeindrucke diese Hinterwäldler mit dem Ruhm deines Imperiums. Ja, wir müssen einfach nur die Region kolonisieren. Dann bekommen wir 80 das. Ja, ich denke, die Region würden wir schon ganz gerne kolonisieren. Da gibt es zumindest hier 2 Anomalien, ganz viel Wald. Wäre natürlich schön, wenn es da auch noch strategische Ressourcen geben würde oder Luxusressourcen. Dann mal hier zu der Ruine. Ja, das hier sind jetzt Unterwasser-Ruinen, versunkene Ruinen. Und da ist eine Anlage. Die sind jetzt, also die Objekte sind neu hinzugekommen jetzt durch die Erweiterung. 30 das gefunden. Ja, hier eine Stadt. 2 Anomalien dann beanschlagen, bewirtschaften. Dann halt das Wasser auch bewirtschaften. So, wir schauen mal, dass wir. Na gut, in der Runde können wir jetzt hier nichts machen. Irgendwie ist 3 wird gebaut. Weiter geht's. So. Omoriana entdeckt. Es wird immer seltsamer. Dieser Festungskomplex auf offener See muss ein Werk der uralten Bewohner des Planeten sein, und doch sind sie nicht mehr hier. Die Festung wird von einer seltsamen Spezies von Kreaturen bemannt. Wirst du mit ihnen reden oder angreifen? Effekte. Die Festung besteht aus einer Zitadelle, die von einer oder mehreren Anlagen umgeben ist. Was sich in den Anlagen verbirgt, wird abhängig von der Ära des am meisten fortgeschrittenen Imperiums aufgedeckt. So, wir gehen jetzt mal hier an Wasser. Also da ist diese Zitadelle. Können noch ein Feld weiter. Achso. Ah, mein Fehler. Es funktioniert hier ein bisschen anders mit den versunkenen Ruinen. Da geht man wirklich rein. Die anderen Ruinen erforscht man ja von einem Feld Entfernung aus. So. Nächster Bewohner. In 3 Runden. Imperiumsbahn in 12. Da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Können schon mal simulieren. Zum Beispiel hier Bewohner für die Dustproduktion einsetzen. Da bräuchten wir 20 Einfluss. Ah, und die hätten auch beisammen. Kein Problem. So, jetzt können wir hier die versunkenen Ruinen erforschen, tauchen. Sucht an diesem Ort nach Hinweisen. Diese Aktion verbraucht deine verbleibenden Bewegungspunkte und könnte dich zu Schätzen, Gegnern und Aufträgen führen. Die Suche kann auch ergebnislos sein. Wird die Suche von einem Helden durchgeführt, gibt es für diese Aktion 12 Erfahrungspunkte. 30 das bekommen. Ah, und wir sind jetzt hier schon bei 46 von 80 Erfahrungspunkte. Okay. Weiter geht's. Kultivierung erforscht. Für die Nahrungsproduktion. Ja, Mühlengießerei brauchen wir auf jeden Fall, um hier voranzukommen. Nächste Forschung. Wellenbrecher, das ist halt etwas, was wir nicht, da müssen wir nichts bauen. Da profitieren wir passiv von. Plus ein Einfluss auf Zitadelle und plus ein Einfluss auf aufgedeckte Anlage. Fertig in 6 Runden. Und wir gehen zur nächsten versunkenen Ruine. Jetzt sich das. Okay. Und dann verliert immer alle Bewegungspunkte. Friedensverhandlung. So, Zusammenfassung. Durchsuche die Ruinen, versunkene Ruine mit einer von einem Helden angeführten Flotte und bringe die dort hausende Bestie zurück in ihr früheres Gefängnis. Die Einwohner der Festung Lauschposten in der Region Amenvar werden sich dann gerne deinem Imperium anschließen. Dann würden wir auch noch bekommen 2 Interschiffe. Schauen. Ja, das machen wir ruhig. Okay. So, unsere Stadt ist gewachsen auf 2 Bewohner. Dann schauen wir mal, dass wir die Mühlengießerei möglichst schnell bekommen. So, in 2 Runden. Dann weiter geht's. Ja, hier sehen wir schon mal Titan. Und wichtig ist, dass wir hier nicht auf solche Blitze oder sowas. Ah, soll da nicht unseren Zug beenden. Minus 45% Leben am Ende des Zugs. Minus 15% Leben zu Zugbeginn der Runde. So, jetzt können wir uns überlegen. Ah, da ist noch eine Anlage. Hier die versunkenen Ruine nochmal zu erforschen. Wir würden 2 Bewegungspunkte verlieren. Aber das machen wir ruhig, wenn die schon jetzt so auf dem Weg liegt. Jawohl. Und wir haben bekommen eine Technologie, verbesserte Rüstung. Schaltet Rüstungen des Rangs 1 aus Titan oder Glasstahl frei. Sehr schön. Und alle Bewegungspunkte aufgebraucht.
Und unser Held kann aufgewertet werden. So, jetzt können wir hier ja, das ist für Küstenstädte. Bisschen Zustimmung, je Stufe. Beziehungsweise bei der dritten Stufe sogar plus 15. Wenn man Ozeanfelder bewirtschaftet. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das hier sind alles nur Küstenfelder. Und das ist Ozean. Ja, sieht man ganz unten Ozean. Ja, man sieht das eigentlich auch schon an der Farbe. Das hier wäre Ozean. Das ist Küste. Aber da das hier so abgeschnitten wird, hätte man da gar keine Möglichkeit gehabt. Da oben wäre noch ein Ozeanfeld. Aber okay. Das ist ja nur eine... Wollte ich euch ja nur mal beispielhaft zeigen. Wir werden hier weiter diesen Skill auf die Stufe 2 bringen. Dann kriegt er bei einer Seeschlacht noch mehr Angriff und noch mehr Leben. So. Mühlengießerei in einer Runde fertig. Und als nächstes das Samenlager. Plus 10 Nahrung während des Sommers und dann nochmal plus 15%. Oder wir können auch schon an der Bezirksstraße bauen. Wir müssen aber auch keine Nahrung. Nein, wir müssen ja mal sehen, dass wir wachsen. Also, Samenlager. Und hier geht's weiter. Aufpassen auf die Blitze. Und noch einmal Friedensverhandlung. Zusammenfassung. Beweise, dass du deine Eroberungen auch halten kannst, indem du die Zielfestung einnimmst und die Kontrolle über sie mehrere Züge lang behältst. Die Einwohner der Festung Lauschposten in der Region Buskedala werden sich dann gerne deinem Imperium anschließen. Und dann würden wir 10 Einfluss bekommen. Okay. Ja, das könnte man doch hier in einem Abwasch erledigen. Achso, noch auswählen. Na gut, da möchte er nicht lang. Na gut, dann gehen wir erstmal hier. Der Ruine. Imperiumsplan in 6 Zügen. Okay. So, ja, hier haben wir jetzt dann schon in Summe 3 Anlagen. Wenn wir uns die alle schnappen würden, das wäre super. So, und wieder 5 Bewegungspunkte. Gehen hier rein. Rauchen, jawohl. Erreicht das Ziel. Durchsuche die von den Laststrahlen markierten Ruinen. Wir haben bekommen Armee der Fomorianer, 2 Enterschiffe. Und als neues Ziel, kehre mit mindestens 2 Enterschiffen der Stufe 2 in deine Armee zurück und durchsuche die Ruine versunkene Ruinen. 15 Glasschalen und Kontrolle über die Festung. Stufe 2. Und die sind wahrscheinlich jetzt erst Stufe 1.
Okay. Ja gut, aber das kann man ja jetzt hier perfekt ausnutzen. Weil die Festung müssen wir überfallen. So, gleich kriegen wir hier endlich ein bisschen Nahrung. Jawohl. So, jetzt wächst die Stadt auch mal. Ja. So. Auriger Museum in 18. 20 Zustimmung und dann 20% auf das und, und Wissenschaft. Auf das gesamte Imperium. Das ist sehr stark. Allerdings ein Siedler. Fertig in 5. Aber wir können ein bisschen Risiko eingehen, denke ich. Ganz ohne Risiko. Wir haben ja einen super schlechten Startspot. Damit dem Siedler eventuell Soli rübergehen. Ja, versuchen wir mal. 5 Runden. Währenddessen wachsen wir wieder nicht. Okay. Aber was uns eventuell hier dann insgesamt einen Vorteil gibt, sind halt diese Meeresobjekte, diese Zitadellen und Anlagen. Darüber können wir dann hoffentlich den Schadennachteil ausgleichen. Ich geh schon mal hier rüber. Und aber wir haben noch das Ziel, die anzugreifen, oder? Gab es auch eine friedliche Option? Wir sollen die erobern. Ja gut, aber wenn wir sie friedlich unter unsere Kontrolle bringen. Hören wir uns mal an, was sie zu sagen haben. Ach, das geht gar nicht. Okay. Ja, gut, dann Angriff. So. Bereit. Die Gegner haben Enterschiffe. Entermannschaft 1. Verwandelt 30% des verbleibenden Lebens in Bonusschaden. Ansonsten sind das Nahkämpfer. Und unsere Fernkampfeinheiten, also die, die an Land Fernkampfeinheiten sind, sind auch auf See Fernkampfeinheiten. Fernkampf 3. Ja, und da ist unser Held. Ja, durch seine 2 Level-Ups ist er halt schon ein, ja, ein Monster an See. Oder auf See. Aber der wird leider nichts denken. Obwohl die Gegner hier fangen an. Vielleicht greifen sie auch unseren Helden dann an. Ihr bereit? Ah, die Initiative hat sich noch geändert. Dann können wir das Ganze doch so einrichten, wie wir das gerne hätten. Dann geht der noch nach vorne, wegen der Moral. Ist immer schön, wenn unsere eigenen Einheiten nebeneinander stehen. Und wir werden hier noch Focus Fire einsetzen. Los geht's. Ja, Entermannschaft 1. Deswegen machen wir hier so extrem viel Schaden.
Ja, das Restleben, die 68, wurden halt in Schaden umgewandelt. So. 4,3 Erfahrungspunkte. Und wir haben hier jetzt schon mal 10 Einfluss bekommen. Und jetzt heißt es, halte die Festung für 8 Züge. Wenn du sie verlierst, schlägt die Aufgabe fehl. Belohnung 10 Gold. Ja, damit können wir dann wieder einen Schubeffekt auslösen. Minus 50% das auf Stadtunterhalt und plus 5 Zustimmung auf Städte. Und wir bekommen die Kontrolle über die Festung. Also nicht über die Festung, sondern über die hier. Ja, wir sollen uns das hier streitig machen. Oh, da haben wir Gegner. So. Da wird der Siedler gebaut. Wellenbrecher vor. Plus einen Einfluss auf Zitadelle und plus einen Einfluss auf aufgedeckte Anlage. Einblick in eine neue Ära. Also ein anderes Imperium hat schon die Ära 2 erreicht. Der Krieger unter den Kämpfern. Legendäre Tat der Ära 2. Kostenloser Gegenangriff. Und man braucht dafür... Besiege die meisten von einem Helden angeführten Armeen. Okay. Also wir sehen übrigens, das wurde noch gar nicht, fand noch gar nicht statt. Ja, dass jetzt hier Armeen gegeneinander gekämpft haben, die von Helden angeführt wurden. Herr der Märkte. Plus 50% Handelsroutenbonus auf Handelsrouten. Habe als erster ein Gesamteinkommen aus der Handelsroute einer Stadt von 20 das, um diese Belohnung zu erhalten. Nee. Und Industriebaron. Ja, es ist ein Wunder, dass es eine zusätzliche Industrie gibt. Schließen. Anlagen aufgedeckt. Eine Strategieschubanlage. Plus 50% strategische Ressource. Titan, Glasschall, Adamantian. Palladian, Metrit und Imperium auf Anlage für strategische Ressourcen auf Imperium und plus einen Einfluss auf aufgedeckte Anlage. Eine Luxusgüterschubanlage, ja ähnlich für ganz viele Luxusressourcen. Aber das gilt nur für Luxusressourcenanlagen, also nicht für Luxusressourcen an Land. Und wir haben auch schon einen Standort entdeckt hier. Strategieschubanlage. Jawohl, okay. Und hier wissen wir noch nicht Bescheid, was es dort gibt. Wir machen hier weiter. Und schauen uns das dann bei der nächsten Folge an. Aber wir müssen ja hier die Enterschiffe auf Stufe 2 bringen. Ja, vielleicht später erkunden, vielleicht nochmal einen Kampf durchführen und dann dorthin zurückgehen. Und Siedler. Ja, hoffentlich wird die zweite Stadt dann etwas besser als die erste. Aber ich wollte die erste Stadt auch in der ersten Runde gründen und dann nicht noch... Ja. Ja, ihr habt ja meine Verzweiflung so ein bisschen mitbekommen. Bei der Ruine, da kann man dann keine Bezirke bauen. Deswegen war der Spot dann schlecht. Und das hier unten, die Möglichkeit habe ich leider nicht gesehen gehabt. Hier übers Wasser. Zu der Halbinsel dann rüber zu marschieren. Okay. Gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.